Okay, nur ganz kurz gezeigt. So laden wir uns die .NET Core Preview Version herunter, in diesem Fall die Version 3, und bringen sie auch in Visual Studio zum Laufen, denn ganz ohne ist es nicht unbedingt, wie man sich's eigentlich wünschen würde. Okay, Schritt 1. Unter .NET.microsoft.com/download/.NET Core/3.0, Link natürlich in der Beschreibung, findet ihr den Download der SDK. Diesen Download, in diesem Fall die Preview 8, ladet ihr herunter, den Installer in der entsprechenden Version, wahrscheinlich inzwischen bei allen x64. Nach dem Download einfach installieren, wie gewohnt, weiter lustig ist, und dann glauben wir, es sollte eigentlich gehen. Tut es aber noch nicht. Wir werden gleich sehen, warum. Wie immer dauert der Installer ein bisschen länger, als man ursprünglich annehmen würde. Aber wenn er dann mal fertig ist, dann können wir in der Command Line oder in der Konsole einfach mal .NET --Info reinschreiben, und dann sehen wir alle Versionen, die installiert sind, sowohl die Runtimes als auch die SDKs. Wichtig in diesem Fall die SDK, die 3.0er SDK, die wir installiert haben, die sollte jetzt auch wirklich aufscheinen. Also, wir haben die SDK vorhanden, nur in Visual Studio geht es leider noch nicht. So, wenn wir uns in Visual Studio jetzt ein Projekt ansehen, die Projektdatei, die das Target Framework .NET Core 3.0 hat, dann würde man glauben, es geht. Allerdings sieht man bei den Dependencies ein entsprechendes Rufzeichen. Und auch das Kompilieren funktioniert leider nicht. Und zwar sagt er sozusagen: Ach, .NET 3 will ich nicht, nimm .NET 2.2 oder weniger. .NET Core 3 ist noch nicht supportet. Das ist natürlich ein Blödsinn. Wir müssen es jedoch noch aktivieren. Und zwar in den Einstellungen, Optionen unter Preview Features müssen wir die Preview Features aktivieren, damit er auch die Vorschau SDK verwendet. Requires Restart steht hier, also müssen wir Visual Studio neu starten. Nachdem Visual Studio neu gestartet ist, können wir jetzt hoffentlich kompilieren oder auch nicht. Jetzt braucht er gerade etwas lange. Wahrscheinlich gefällt ihm irgendwas noch nicht. Hat er vielleicht noch irgendwelche alten Dateien in einem Zwischencache oder was ähnliches? Wir werden es gleich sehen. Also er sagt schon: You are using a preview version of .NET Core. Das ist ja schon mal gut. Das ist nämlich genau das, was wir wollen. Allerdings fehlt ist nicht so toll. Okay, in diesem Fall erster Versuch, rechte Maustaste auf das Projekt, Clean Project, und dann nochmal ein Rebuild, damit er sicher keine falschen Versionen oder alte Datei noch irgendwo hat. Und jetzt Build Successful. Super, jetzt hat es funktioniert, so wie es soll. Okay, also erst in Visual Studio aktivieren, die neue .NET-Version, und dann passt das auch. Jetzt sind auch die C# 8 Features unterstützt, wie zum Beispiel hier die Range- und Index-Syntax. Wenn ihr Infos zu C# 8 oder C# 7.2 derartige Sprachfeatures haben wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen, beziehungsweise gebt dem Video ein Like. Und wir werden sehen, was wir tun können. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.